Ich bin heute hier vor der Ludothek in Teglas. Es ist ein Brettspielverleih und es gibt so viele Spiele, dass für Große und Kleine was dabei ist. Und ich suche mir jetzt auch ein Spiel aus. Man kann sich ja schon denken, was hinter der Ludothek verbirgt. Aber Frau Prost, was steckt denn wirklich so hinter diesem Namen Ludothek? Das Wort Ludo kommt aus dem Lateinischen und bedeutet der spielende Mensch. Unsere Ludothek, das ist ein Brettspielverleih. Hier kann man Brettspiele ausleihen, hier kann man nachmittags spielen mit Freunden und Familien und natürlich auch Erwachsene können hier spielen. Wie läuft denn dieses Prinzip ab mit dem Ausleihen? Ausleihen kann bei uns jeder Erwachsene. Die Kinder brauchen eine Erlaubnis der Eltern oder die können natürlich mit den Eltern hierher kommen und die Brettspiele ausleihen. Bis zu 4 Spiele kann man auf einmal ausleihen und bis zu 4 Wochen. Dann könnte man auch verlängern. Spielen Sie denn eigentlich auch noch selber gerne noch Spiele? Ja, ich spiele sehr gerne. Gut, recht herzlichen Dank erstmal. Und ob man auch am Wochenende draußen oder drinnen Spiele spielen kann, sehen Sie jetzt gleich beim Wochenendwetter. Das Wetter für Samstag, den 17. November 2012. Sonnenaufgang um 7.31 Uhr. Morgen ist es 4 Grad, mittags 7 Grad und abends 4 Grad. Den ganzen Tag über bleibt es leicht bewölkt. Es weht ein leichter Südwestwind. Sonnenuntergang um 16.19 Uhr. Das Wetter für Sonntag, den 18. November 2012. Sonnenaufgang 7.33 Uhr. Morgen sind es 5 Grad, mittags steigt die Temperatur auf 9 und abends sind es 6 Grad. Den ganzen Tag bleibt es wirklich. Dazu weht ein Südwind. Sonnenuntergang 16.17 Uhr. Das Biowetter. Am Wochenende halten sich wetterbedingte Beschwerden in Grenzen. Besonders in den Morgenstunden können aber rheumatische Beschwerden auftreten. In der Nacht ist die Schlaftiefe etwas erhöht. Tagsüber wird der Kreislauf dann zunehmend angeregt. Bauernregel. Tummeln sich an Gertrud die Haselmäuse, ist es weit mit des Winters Eise. Frau Frost, welche Veranstaltungen bieten Sie denn so an? Wir haben Brettspielenächte jeden letzten Samstag im Monat von 18 bis 2 Uhr in der Nacht. Wir unterstützen Modell-Hobby-Spielmesse und wir sind dabei bei Leipzig Spiel. Spielt im Rathaus im Februar, wenn die Winterferien losgehen. Da sind ja schon reichlich Veranstaltungsangebote dabei. Recht herzlichen Dank, Frau Frost. Wenn Sie jetzt auch Lust haben, ein wenig zu spielen oder sich Spiele auszuleihen, dann kommen Sie doch einfach hierher in die Ludothek. Mittwoch und Freitag ist sie geöffnet von 14 bis 18 Uhr. 2500 Spiele sind hier wirklich im Angebot. Also Sie haben wirklich die Qual der Wahl. Und bis dahin, ein schönes Wochenende.